AI heißt das Zauberwort Gestensteuerung, 4K, 30 FPS, Full HD, 60 FPS, Anschlussmöglichkeiten, wie ich es kaum bei einer Kamera erlebt habe, über Bluetooth, über USB, über WLAN, über HDMI, über NDI, über RTMP-Fähigkeit, über. Mit einem internen SD-Kartenleser, mit einem externen Anschluss für Mikrofone, mit einem hervorragenden Sensor und mit einem integrierten Gimbal. Das alles ist die OBSpot Tail Air und die schauen wir uns heute aus der Nähe an. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über die OBSpot Tail Air. Eine Streaming- und Webcam, die sich nicht bloß verstecken muss, sondern die man eigentlich wirklich zeigen muss, weil das, was die an Features mit sich bringt, das ist echt schon eine 1 plus mit Sternchen. Und ich teste das Teil schon seit längeren, ja, kann man so sagen, eigentlich schon seit mehreren Wochen. Wir hatten auch sogar schon mit der Kamera einen Livestream, einen Musikstream gemacht. Und gerade bei den Verhältnissen wollte ich sehen, was die Kamera so richtig drauf hat. Denn bei dunklem Licht mit viel Lichteffekten, DJ-Stream, ja, da kommt natürlich einiges zum Vorschein und da muss die Kamera richtig, ja, zeigen, was sie kann. Und das hat sie. Das ist richtig, richtig gut. Und bevor wir uns mit dem Inhalt der Verpackung, mit dem Unboxing und mit den ganzen Features beschäftigen, gebe ich euch an der Stelle schon mal eine coole Information von OBSpot. OBSpot hat nämlich zwischen dem 8. und 17. Oktober einen, wie nennen sie es genau? Warte, ich muss es ablesen. Prime Big Deal Day. Das sind sie also, die absoluten Big Deal Days. In dieser Zeit könnt ihr die OBSpot Tail Air mit 20% Rabatt auf der Seite kaufen. Links gebe ich euch unterhalb des Videos und eine ganz feine Sache für meine Mühe an euch. OBSpot hat mir noch einen Code gegeben, mit dem ihr bis zum 31.12. diesen Jahres das ganze Teil nochmal 5% günstiger bekommt. Also von daher geht schon mal Liebe an OBSpot raus. In der Hinsicht haben sie da richtig was zusammengepackt. Denn die Kamera, und das muss ich gleich am Anfang sagen, ist nicht ganz günstig. Die ist schon ein bisschen teurer, aber für das, was die alles mit sich bringt, das ist wirklich spektakulär und sensationell. Ja, zu den ganzen technischen Features, ich möchte das nur kurz anreißen und würde euch dann hier immer wieder die ganzen technischen Features mal so ein bisschen einblenden. Also stoppt da das Video, schaut es euch in Ruhe an oder geht auf die Seite von OBSpot, lest das alles nochmal nach. Denn es ist so wahnsinnig umfangreich, was die Kamera kann. Da war ich ganz begeistert. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns das Ganze hier mal auf dem Tisch an, was alles mitkommt an Verpackung etc. pp. Ja, also was ist beinhaltet und natürlich, was gibt es an Zubehör? Da gibt es nämlich einiges, was ich leider nicht habe, weil das ist für mich auch nicht notwendig. Zum Beispiel die Fernsteuerung, denn das kann man alles mit dem Handy machen. Das ist eine richtig feine Sache. Ihr könnt also per Android und auch per iOS-App euch die Software zum Steuern der Kamera aufs Handy laden und könnt dann wirklich sogar, ja, wie soll ich es anders sagen, IRL-Streams machen, denn RTMP, das kann die Kamera übrigens auch. Ja, jetzt gehen wir auf den Tisch und dann sehen wir uns im Anschluss hier wieder. So, dann wollen wir uns mal die Verpackung etwas aus der Nähe anschauen. Ihr seht schon, die Kamera kommt hier in so einer schönen rot-schwarzen Verpackung daher. Auf der Rückseite findet ihr ein paar Informationen, unter anderem auch, dass man Apple und Google nutzen kann. Und ja, das war es im Grunde genommen schon mit der Verpackung. Sieht recht schick aus. Kann man so machen. Innen drin befindet sich dann so ein kleiner roter Umschlag mit der Beschreibung. Die ist dann auch sehr detailliert. Nehmen Sie mal raus. Und dann seht ihr hier nochmal so ein Garantiezettel und wie gesagt die Beschreibung in mehreren Sprachen. Was zusätzlich noch an Zubehör bei OBSpot erhältlich ist, ist zum Beispiel dieser Netzwerkadapter. Der ist sehr praktisch, weil er hat nochmal einen USB-Anschluss mit dran, um das Gerät gleichzeitig laden zu können. Das heißt also, ihr könnt ein normales LAN-Kabel anschließen und gleichzeitig eure Kamera weiterladen. Somit kann die auch für den Dauereinsatz genutzt werden. Ich denke mal, das erkennt man hier vorne recht gut. Der sieht auch recht anständig aus. Habe ich getestet, ist ganz okay. Wenn wir die große Verpackung öffnen, dann kommt dieses Reisecase zum Vorschein. Das finde ich immer sehr praktisch, gerade wenn man viel unterwegs ist.
Da passt dann nochmal so ein bisschen Zubehör mit rein und natürlich auch unsere Kamera. Die stellen wir erstmal beiseite. Die gucken wir uns gleich an. Und im Zubehör ist dann nochmal so ein Doppeladapter USB-C auf USB-C dabei. Sehr, sehr praktisch, gerade wenn man jetzt mit dem Rechner verbinden möchte und gleichzeitig laden will. Das Ganze gibt es auch noch von USB-C auf USB-A. Also von daher, Anschluss passt alles. Ja, und dann lassen wir uns mal die Kamera ein bisschen um die Ohren wedeln, wie man so schön sagt. In allen Richtungen. Vorne haben wir da nochmal eine LED, komme ich gleich nochmal dazu. Man sieht den Gimbal, die Unterseite mit der Aufnahme, den An- und Ausschalter, den USB-C-Anschluss, den SD-Card und HDMI-Anschluss bzw. Micro-HDMI. Und hier sind nochmal die LEDs, das ist die Front. So, und da sind wir wieder. Übrigens hatte ich euch vergessen zu zeigen, dass noch ein wunderbares USB-C-Kabel mit drin liegt in der Verpackung. Das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ja, seht mir das bitte nach. Das hatte ich einfach schon mit zur Benutzung. Was ich richtig klasse fand, bevor wir zu den Bildvarianten kommen, ihr könnt auch sowas hier anschließen. Das macht sich natürlich gerade für einen EAL-Stream sehr, sehr gut. Also eine rote Funkstrecke ganz einfach anschließen. Ah ja, okay. Ganz einfach anschließen und hier dementsprechend sparsam Mikrofon geht los. Kann man, wie gesagt, im Handy alles einstellen. Das ist echt genial. Das haben sie richtig, richtig gut gemacht. Denn man kann in der Kamera die internen Mikrofone nutzen. Die hat gleich zwei davon und kann dementsprechend Stereo-Sound aufnehmen. Aber man kann das Ganze auch hier machen. Und ihr seht das, ja, die Kamera ist an und ich bin hier drin. Und das ist mein Handy. Und ich kann hier alles einstellen, was ich sogar auf dem Computer alles einstellen kann. Und zum Thema Einstellung hier mal ein Vergleich. Ihr wisst ja, ich nutze für die Videos die Sony Alpha 6400 mit dem Sigma Objektiv. Das gibt natürlich dieses Bild. Aber man darf auch nicht vergessen, diese Kamera ist wesentlich teurer als die Opspot. Ja, wesentlich teurer. Und das Objektiv muss man auch noch dazu kaufen. Wenn wir jetzt aber mal uns den Vergleich anschauen zwischen dem Bild der Sony Alpha 6400 und der Opspot, dann muss ich euch sagen, das ist gar nicht mal so schlecht. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, das ist out of the box, also ohne irgendwelche Farbeinstellungen, ohne irgendwelche Software-Einstellungen. Ich zeige euch das gleich mal, was ich euch aber schon zeigen kann. Und das macht die Kamera hier schon. Die Folge- und Gestensteuerung, das ist nämlich auch ganz, ganz toll bei der Kamera. Wenn ich jetzt so mache, dann zoomt die Kamera einfach mal ran und uiuiui, ich bin ganz schön groß. Ja. Und ihr seht schon im Hintergrund, ja, es ist eine Webcam. Wir haben ein bisschen Digitalisierung mit drin. Das ist aber nicht weiter dramatisch. Denn ich finde das Bild mega nice. Und wir sind, damit das gleich für euch zum besseren Verständnis ist, bei 1080p, also Full HD. Ja, das geht übrigens auch. Das geht übrigens auch. Das geht übrigens auch. Gut, okay, ich habe das Mikrofon davor, deshalb hat die Kamera das nicht sofort erkannt. Und ihr könnt den Folgemodus ganz einfach durch Heben der Hand deaktivieren. So, und jetzt seht ihr, jetzt folgt sie mir nicht. Nochmal. Und jetzt folgt sie mir wieder. Also Gestensteuerung, eine ganz, ganz feine Sache. Ihr habt sogar die Möglichkeit, in dem Fall, wenn ihr das wollt, die Aufnahme zu starten. Müssen wir nur so machen. Und schon würdet die Kamera jetzt intern mit aufnehmen. Und zum Beenden. Und das war's. Also eine feine Sache. Gerade wenn man outdoor unterwegs ist, kann man da Kamera von Weitem steuern. Das haben sie recht gut gemacht. Und wie gesagt, das Bild ist für eine Webcam richtig, richtig gut. Wenn man mal bedenkt, dass ich noch gar nichts eingestellt habe, dass man da also noch mit den Farben spielen kann und dass das Ganze jetzt natürlich auch in OBS aufgenommen wird, ist das schon sehr, sehr stark für eine Webcam. Kann man nicht anders sagen. Lasst uns mal die Software anschauen. Zum Thema Software möchte ich euch wie folgt sagen. Es gibt, und jetzt mache ich mal den hier nochmal ganz kurz. So. Es gibt die Software für Windows, es gibt die Software für den Mac, es gibt die Software für Android und es gibt die Software für iOS und dementsprechend die Apps für Apple, für andere Android-Handys, für euer iPad und für die gängigen Computer. Das ist natürlich sehr, sehr stark.
Ja, OpSpot bietet da einen sehr guten Service an, das muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ihr habt die Möglichkeit, mobil zu sein, aber auch die Kamera fest zu integrieren. Und ihr seht schon, das ist das OpSpot Center hier. Ihr habt also die Möglichkeit, euch verschiedene Sachen einzustellen, die Verfolgung einzustellen, die AI-Fähigkeit der Kamera euch einzustellen. Ihr könnt selber den Auto-Gimbal, und der ist sehr gut. Wir haben hier einen 6-fach gyroskopischen Gimbal. Der ist richtig, richtig gut, ja, selber einzustellen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, nochmal die Schönheit eurer Person verbessern. Ihr könnt da ein Bouquet erzeugen. Ihr könntet eine Retusche machen. Ihr könntet hier Filter setzen. Alles, was das Herz begehrt. Ich habe jetzt das Einzige, was ich hier eingestellt habe, die Unschärfe grad auf 2 genommen. Dass einfach wieder so dieses Bild wie bei der Sony entsteht. Ja, das kann man hochtreiben bis ins Unendliche. Feinabstimmung ist da möglich, das ist gar kein Problem. Ihr seht schon hier, jetzt bin ich über WLAN mit der Software verbunden und die Kamera ist aber via HDMI an den Rechner angeschlossen, wird also abgegriffen von dem dementsprechend von der Capture Card. Ja, ihr könnt ohne Kabel streamen, das ist sowas von genial. Ihr stellt einfach die Kamera in den Raum, da wo ihr hin wollt. Und dann funktioniert das alles ohne Probleme. Das ist richtig, richtig toll. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten der Einstellung. Ihr könnt euch da wirklich austoben und auf fast jeden Bereich gehen, den ihr so wollt. Ihr habt die Möglichkeit, einen NDI-Zugang zu legen. Ihr könnt also die Kamera weltweit übertragen und das relativ schnell. Ihr habt den UVC-Modus. Ihr habt im Grunde genommen die Möglichkeit, einen Livestream zu starten, weil ihr ein RTMP-Server startet. Auch da sind schon Presets in der Kamera drin für Twitch, für YouTube und für Facebook meines Erachtens. Aber das heißt ja nichts, denn ihr könnt ja auch euch einen eigenen erstellen und dementsprechend streamen. Ja, dann encodermäßig haben wir H.264 und H.265, das Ganze bis 4K, 30 Bilder und bei Full HD seht ihr hier, sind wir bei 60 Bilder. In dem Fall, wenn hier euer Licht oder so flackert, kann man ja auch auf 50 Hertz umstellen. Das macht sich richtig gut. Ihr könnt mit der Kamera fotografieren, das ist auch ganz wichtig. Ihr habt einen internen SD-Card, eine Aufnahme dafür. Das heißt also, ihr könnt bis 512 GB SD-Karten mit implementieren. Das müsst ihr sogar. Sonst mag die Kamera das nicht so richtig, denn irgendwo muss ich ja das Ganze auch aufnehmen, was ihr da euer eigen nennt und dementsprechend macht. Also von daher auch in Ordnung. Ihr habt die Möglichkeit, auf dem standardisierten Fuß die Kamera zu schrauben. Auf jedes Stativ, was aus dem Fotozubehör kommt, passt die Kamera super drauf. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze via USB-C-Kabel mit dem Rechner zu koppeln oder mit dem MacBook zu koppeln. Ihr könnt das als virtuelle Kamera benutzen. Ihr könnt das Ganze per WLAN-Kamera benutzen. Ihr könnt das Ganze aber auch ganz normal anschließen und darüber laufen lassen. Wie gesagt, der Gimbal macht einen super Job. Der folgt euch richtig gut. Das ist wirklich toll. Ihr habt auch hier noch die Möglichkeit, in der Software euch den Gimbal einzustellen, wenn ihr das wollt. Ihr könnt verschiedene Pre-Apps, also Presets, euch anlegen. Ja, das könnt ihr hier oben machen. Ich habe jetzt eins, weil das reicht mir. Muss ja nicht weiter sein, dass ich da großartig Profile erstelle, wenn ich sie nicht brauche. Ihr könnt den Verfolgungstyp des Gimbals ändern, ob das langsam oder schnell passieren soll. Ihr habt die Möglichkeit, euer Gesicht nur filmen zu lassen, euren Oberkörper oder die Normalverfolgung. Und was richtig cool ist, ihr könnt auch die Tiere dementsprechend, die Haustiere, die ihr habt, filmen, weil die Kamera bleibt dann quasi am Tier dran und folgt dem Tier. Das haben sie richtig, richtig gut gemacht. Ja, und hier seht ihr nochmal so ein paar Sachen, die man einstellen kann. Da ist also wirklich für jeden was dabei. Ihr könnt das interne Mikrofon abstellen und ein externes dran machen. Nämlich hier, wie gesagt, die rote Funkstrecke ist gar kein Problem. Kann man also über normalen Klinkeanschluss mit anschließen. Die Kamera hat einen Akku. Das ist auch sehr wichtig und richtig, denn ihr habt dadurch die Möglichkeit, outdoor ohne Stromquelle eine ganze Zeit lang das Ganze zu machen, denn wir haben 1500 mAh Akku verbaut. Wenn ihr den vollladen wollt, da braucht ihr eine Weile, das geht so 2-3 Stündchen, das muss ich schon an der Stelle mal sagen, fern müssen wir ja auch sein. Was schön ist, dass der Fuß der Kamera leicht magnetisch ist, was heißt leicht, der ist magnetisch und wenn ihr das Ganze auf eine Stahlplatte dran knallt, dann braucht ihr nicht mal ein Stativ, dann hält das auch so. Ja. Ist schon erstaunlich viel, ja, was so eine kleine Webcam alles mitbringt. Der Sensor ist relativ groß, dadurch haben wir ein sehr gutes Bild. Wir haben leider keinen optischen Zoom, aber Digital-Zoom und das funktioniert ganz gut. Ihr habt das Bild gesehen, natürlich ist das nicht die gleiche Qualität einer Sony Alpha 6400. Kann es auch gar nicht. Ja,
Denn irgendwo muss man ja auch Grenzen setzen. Aber wenn man mal bedenkt, das Bild ist wirklich schon super. Und was ich auch sehr wichtig und richtig finde, schaut mal bitte hier. Der Autofokus ist wahnsinnig schnell. War immer so ein wichtiger Punkt für Streamer, wenn man mal irgendwas in die Kamera hält. Ja, dass man sagt, okay, fokussiert mich die Kamera schnell wieder zurück auf mein Gesicht. Oder wie passiert es denn jetzt hier? Haut alles hin, super Sache, stark. Ja, richtig, richtig nice. Kann man nicht anders sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wenn jetzt der ein oder andere sagt, Mensch, ja, aber ist alles zu teuer und ist jetzt auch nicht so meins. Wie gesagt, nutzt das Angebot im Oktober. Ja. Ich hatte ja erwähnt, dass die Kamera mir Opspot zur Verfügung gestellt hat und das ist schon einige Zeit her. Ich sollte aber das Video jetzt in den Oktober rein für euch bringen. Deshalb auch das Angebot. Macht davon einfach Gebrauch, weil 20%, das lohnt sich. Die Kamera kostet um den dicken Daumen irgendwas zwischen 500 und 600 Euro, je nachdem. Und kann sogar bis 800, 900 Euro Geld kosten, wenn ihr das ganze Zubehör dazu nimmt. Wie unter anderem, und wo haben wir es? Hier haben wir es ja, den Adapter für das Netzwerk zum Beispiel, was ich richtig, richtig cool finde. Denn ihr seht schon, ihr könnt das Ding dann per USB-C anschließen und ein ganz normales LAN-Kabel verwenden. Und ihr könnt aber auch gleichzeitig ein weiteres USB-C-Kabel dort anschließen und das Ganze laden. Also auch das, super Sache. Ja, dann finde ich es auch wahnsinnig stark, dass Opspot so eine schöne Verpackung mitgibt für, ja, für die Reise. Wenn ihr in den Urlaub fahrt oder so, dann packt man das hier alles rein, was man braucht, nimmt das Teil mit, weil es ist ja nun wirklich nicht groß, das Teil. Und ihr habt eine super Kamera mit, wo man auch sehr schöne Fotos mit aufnehmen kann. Ist super gelungen. Die Einbindung in OBS und Streamlabs OBS, jetzt komme ich mal zu den Streamern, ist relativ easy. Ihr könnt das, wie gesagt, entweder als virtuelle Kamera direkt machen über euer WLAN. Das reicht aus, um ein sauberes Bild zu streamen und zwar latenzfrei. Das geht also relativ gut. Ich würde euch natürlich empfehlen, einen HDMI-Zugang, das heißt dementsprechend eine Capture Card zu nutzen. Und da gibt es ja zum Beispiel von Elgato eine ganze Menge. Ich habe das jetzt, wie gesagt, auch über die Capture Card, habe aber in OBS noch nichts an Farbe eingestellt. Das habt ihr eben gesehen, wo ihr die Software gesehen habt, dass das Bild da ein bisschen anders aussah. Qualität ist wirklich gut. Ich habe aber auch was festgestellt in meiner Testzeit. Sie wird relativ warm. Ja, also wenn ihr sie benutzt, dann wird sie doch relativ warm. Ihr müsst also da mal ein bisschen aufpassen, dass ihr vielleicht nicht stundenlang in der prallen Sonne macht und dementsprechend Videos aufnehmt oder so. Da kann es dann doch mal passieren, dass ihr überhitzt. Die Temperaturangabe war von minus bis 40 Grad nach oben, also in den Plusbereich. Die Kamera würde sich dann automatisch abschalten, wenn sie zu warm wird, um dann im Grunde genommen die Hardware zu schonen und das Ganze wieder abzukühlen. Aber von minus 10 bis 40 plus kann man schon arbeiten. Bei minus 10 würde ich gar nicht mehr arbeiten wollen. Ja, ist so. Habe ich irgendwas vergessen? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Weil es ist wirklich so umfangreich. Dieser ganze Gesten-Folgen-Modus finde ich mega nice. Die AI da drinnen finde ich super toll. Die Anschlussmöglichkeiten, die suchen wirklich ihresgleichen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und es ist so schön, dass wenn ihr ein Handy habt und ihr nehmt die Kamera, dass ihr sofort im Grunde genommen eine Verbindung zu Twitch zum Beispiel aufbauen könnt oder zu Kick, je nachdem, wo ihr streamt. Und das macht die Kamera ohne Probleme. Ja, ihr habt da die ganzen Einstellungsmöglichkeiten. Das finde ich richtig, richtig cool. Es ist ein tolles Teil und die Bildqualität, die hat mich echt überzeugt. Für eine Webcam, für eine Streamingcam ist das wirklich eine 1 plus mit Sternchen. Ich habe wenig andere Modelle testen dürfen, die so ein gutes Bild hatten. Und ich mag es ja hier immer so ein bisschen, ja, ihr seht das, ich habe viel künstliches Licht, viel RGB und da haben die Kameras richtig zu tun mit. Und da macht das die Opspot Tail R schon richtig, richtig nice. Ja, um das Video nicht ganz so lange zu machen, ich könnte euch wahrscheinlich noch eine halbe Stunde über die Kamera erzählen, was man damit alles machen kann und wie sie läuft. Aber ich kann euch sagen, in den ganzen Wochen, wo ich sie jetzt getestet habe, der Akku hält sehr lange dafür, dass man hier eine Webcam hat. Also da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Die Verarbeitung ist solide, der Gimbal tut, was er tut. Ich empfehle euch, wenn ihr ein neues Modell euch zulegt, schaut bitte mal auf die Seite, ob es eine aktuelle Firmware gibt. Opspot ist da immer dran, das Teil auch noch zu verbessern. Und das macht auch, ich habe das auch gemacht, das geht relativ easy. Kauft euch dazu eine kleine SD-Karte an, bis 512 GB. Da habt ihr genügend Platz, um eure Videos und Fotos zu speichern.
Ansonsten einfach mal ausprobieren. NDI-Schnittstelle ist eine feine Sache. Gibt es separat bei OpSpot einen Code, den müsst ihr dazu kaufen. Der ist nicht kostenlos, aber es funktioniert sehr gut. Für Freunde, die jetzt Multistreams machen wollen mit verschiedenen Kameras, auch gar kein Problem. Die OpSpot wird dort integriert und läuft da hervorragend. Also das passt alles. Ich bin da wirklich sehr begeistert und ich kann euch empfehlen, wenn ihr streamen wollt, wenn ihr eine Webcam braucht für, ja, ich sag jetzt mal Meetings oder so, für Videocalls etc. pp. Mit der seid ihr gut beraten, weil die Funktionen, die sind schon sehr spektakulär. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Liebe. Schreibt mir eure Meinung ruhig mal in die Kommentare und vor allen Dingen Daumen nach oben nicht vergessen, Kanal abonnieren und checkt mal, wie gesagt, die Beschreibung des Videos aus. Das Angebot von OpSpot, das finde ich sehr, sehr gut. An der Stelle möchte ich aber nochmal sagen, ich habe dann keine weitere Kooperation. Also ob ihr da kauft oder nicht kauft, es bleibt da für mich nichts hängen. Das wollte ich nicht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Mir hat das Produkt sehr gut gefallen. Ich mache das also wieder frei, so wie ich bin in meiner Berichterstattung. Das ist schön. OpSpot hat mir auch nichts vorgetragen. Das heißt, ich kann wirklich so frei berichten, wie ich das selber erfahren habe, wie ich es getestet habe. Und so soll es ja auch sein. Und ich habe ja auch was Negatives feststellen können, nämlich die Wärmeentwicklung. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Aber bis jetzt konnte ich meine Livestream alle stundenlang damit machen. Und alles war gut. Von daher scheint ja die Wärmeregulierung zu funktionieren. In diesem Sinne, bleibt schön gewogen, bleibt mir gesund. Und ich verabschiede mich, bin raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Big L. Macht's gut.